Hallo Leute und willkommen zurück zu The Evil Within 1. Es gibt ja mittlerweile schon den zweiten Teil, aber wir sind noch mitten beim ersten dabei und das wollen wir auch endlich mal zu Ende erleben. Ich auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch. Ich will doch jetzt endlich wissen, wie hat das ganze Spiel hier überhaupt geendet, denn das kenne ich ja noch gar nicht, den weiteren Verlauf des Spiels. Ihr seht, ich bin auch nicht mehr als Maleficent dabei. Ich habe mich wieder normal angezogen, habe aber die Kamera nicht eingeschaltet. So wie ihr es eigentlich auch bei diesem Spiel gewöhnt seid. Und wir sind hier an einer Stelle angekommen, wo irgendein Wassermonster auf uns lauert. Achso, und ich entschuldige mich auch nochmal an der Stelle für den blöden Sound vom letzten Part. Trotz Testaufnahmen ist mir das nicht so aufgefallen, wie dann halt hinterher, dass ich so leise war in Bezug aufs Spiel. Und das finde ich natürlich dann auch immer sehr ärgerlich. Da ich das aber bei Facecam-Aufnahmen zusammen aufnehme, also Bild und Ton, in dem Sinne also mich und die Stimme, nicht getrennt, wie ich das sonst mache. Die bearbeite ich normalerweise immer extra. Das konnte ich in dem Fall nicht, weil ich das alles zusammen aufgenommen habe. Dann kann ich leider halt nur insgesamt die Lautstärke leiser oder lauter machen. Das war ein bisschen doof. Ich hoffe, dass man sich hier und da das trotzdem denken konnte, was ich gesagt habe und an manchen Stellen mich halt trotzdem noch gut verstanden hat. In diesem Teil oder ab jetzt wird es halt vom Sound her wieder so sein, dass ich das besser regulieren kann. Da ist das Monster auch schon. Können wir das denn nicht hier einfach schon anschießen? Sag mal. Oder nicht? Können wir das vielleicht mit unserem Scharfschützengewehr andonnern? Na, wenn der jetzt da rauskommt. Aber nicht, dass wir unsere Muni halt verbrezeln. Das wäre natürlich auch schade. Wir müssen auch die Zielgenauigkeit... Na, wo ist das Vieh? Wo ist denn das Vieh? Diese Genauigkeit, dann wackelt der nicht so beim Zielen. Das kann man auch noch verbessern. Das muss ich auch unbedingt mal machen. Dann wackelt der nicht mehr so. Wo ist er denn da? Ja, wenn der zwischendurch mal rauskommt. So wie jetzt. Jetzt habe ich ihn doch eigentlich getroffen, oder? Oder nicht? Nix gebracht? Was passiert, wenn ich da reingehe? Oder wie? Oder kann ich ihn hier runterholen? Nö. Das bringt auch gar nichts. Das ist ja schön. Was kann ich dann machen? Wenn ich jetzt hier runterlatsch? Dann kommt das Vieh, oder? Oh. Ich glaube, wir müssen bestimmt vor dem wegschwimmen sonst. Also, ich bezweifle, ob wir den einfach erschießen können von dem Punkt, wo wir sind. Das wäre ja wahrscheinlich vom Gameplay irgendwie langweilig. Da haben sich die Entwickler gedacht, ach komm, das Vieh, das, ne? Und man konnte doch auch schnell schwimmen, aber ich weiß gerade nicht, mit welcher Taste ich das machen kann. Kann ich das hier mal in den Optionen einmal sehen, wie man schnell schwimmt? Steuerung, hier. Mausempfindlichkeit, Schleichen. Nö, weiß ich nicht genau. Also ihr seht ja, ich mache das mit dem Controller. Ja, sonst muss ich halt irgendwie auf gut Glück. Aber ich finde es halt auch komisch, dass die Leiche da so baumelt. So, als könnte man vielleicht doch auf die Leichen hopsen. Ich weiß nicht. Aber da passiert ja gar nichts. Obwohl der da so zittert. Sonst könnte man ja so vom Dings zu Dings springen. Vor allem, weil die hier halt auch so hängen, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war mit Dreieck, womit ich ganz schnell schwimmen konnte. Ich versuch's mal. Nee, das war's nicht. Ja, da kommt er schon wieder und nimmt mich. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Aber wenigstens habe ich vor dem nicht ganz so doll Angst, vor dem weißen Hai hier, als vor den rumschleichenden Viechern. Ja, ich, was kann man denn da machen? Das Ding ist halt, dass wir... hier passiert ja immer nichts, wenn ich hier doch, ne? Ach, guck mal hier. Oh Gott. Ja, da kommt er schon. Ja.
Man sieht ihn schon kommen und die Kamera hat sich so toll gewechselt. Ich will schnell schwimmen. Ich weiß nicht mehr, wie man schnell... Ich habe jetzt schon zwei oder drei verschiedene Knöpfe ausprobiert. Oder konnte man gar nicht schnell? Kann ich das hier nicht mal üben? Bevor ich mich zu ihm immer... So, ich mach mal gar nichts. Schwimmt er jetzt überhaupt schnell? Kann er das überhaupt oder bilde ich mir das ein? Kann der schneller schwimmen? Ich weiß es nicht. Hier ist die Statue. Ja, hier ist die Statue. Können wir das dann auch nochmal machen? Mit der Leiche? Das wäre natürlich prima. Dass sich die Leiche da zu der Statue... Nee. Geh da mal hin. So. Wieso? Ach, das nervt voll. Er nimmt die ja immer so mit. So. Nein. Guck mal, wie die immer wegschwimmt. Die blöde Leiche. Guck mal, wie die hier da wegschwimmt. Geh da hin zu der Statue. Und weg ist sie wieder. Ich glaube, die geht da automatisch hin, damit man auf die Leichen... oder wie? Kann ich da rauf? Nee. Sonst wäre ich auf die Leichen gehopst. Ich dachte, das wäre so Sinn der Sache, weil da ist ja die Statue. Das muss doch irgendwie einen Sinn haben hier mit denen. Und wenn ich die Statue einfach dahin bringe und nicht die Leichen zur Statue, wäre das nicht noch einfacher? Also noch haben wir die Möglichkeit. Das ist voll das Statuengewusel. Eigentlich wollte ich mich um das Monster kümmern, aber gut, machen wir es so. So, komm her. Weil dann fliegt das Ding nicht ins Wasser. Da, guck mal, hier, so. Ha, ich glaube, so. Da braucht man doch gar keine Leichen. Wenn man das so macht, oder? Ha. Tada! Wir haben den Schlüssel. Gut, ja, dann hat sich das ja gelohnt, gestorben zu sein. Also auf die Leichen kann man nicht gehen. So habe ich das jedenfalls jetzt, sonst könnte ich doch da... Nee, da rutscht er drunter, das kann der nicht. Die Frage ist, kann ich jetzt schnell schwimmen oder nicht? Das ging nicht. Was machst du, wenn du da... Da machst du auch nichts. Da machst du auch nichts. Er kann ja sprinten, deswegen dachte ich, kann er vielleicht auch richtig schnell schwimmen. Aber es geht anscheinend nur bei Tomb Raider oder so und ich komme jetzt durcheinander. Okay, Sebastian, Lara, alle dasselbe. Was mache ich denn nur mit ihm? Vor allem will ich jetzt nicht das mit der Statue immer wieder nochmal machen müssen. Müssen wir ihm tatsächlich ganz schnell aus dem Weg schwimmen und schnell auf das andere Auto? Wo ist denn das Vieh jetzt? Da ist das Vieh. Wir müssen bestimmt auf das Blubbern achten. Jetzt ist er ja da hinten. Das wäre ja ziemlich blöd für uns. Jetzt ist er da. Und wir gehen ganz schnell da lang. Oh, er kommt. Guck mal, jetzt kommt das. Ja, was soll ich machen? Mehr als das schnell hinschwimmen kann ich nicht. Also bevor ich das jetzt mit der Statue immer wieder mache, will ich es eigentlich einmal rauskriegen mit dem Monster. Kann sich nur um Stunden handeln. Wenn ich das nämlich weiß, dann kümmere ich mich nochmal um die Statue und sterbe ich freiwillig oder so. Guck mal, jetzt schnell. Ich beeile mich ja schon. Ja, super. Ich check das nicht, ne? Das, wenn man es dann weiß, ist es so, oh, du musst doch nur das und das machen. Oh, warum probierst du nicht das aus, Alexis? Aber wenn man halt das zum ersten Mal macht, dann ist es halt nicht mal so easy peasy. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass es mit denen hier was zu tun hat. Ach komm, die fallen ja... Hä? Wieso fallen die denn so runter? Ach, er ist abgelenkt. Schnell. Schnell. Funktioniert das? Ja, darauf. Ja, prima. Was war das jetzt?
Okay. So schafft man das also. Aua. Okay, das Auto ist weg. Schön. Ja, das, ja. Oh, oh. Da muss man aber schnell sein, du. Na gut, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Ja, mhm. Muss ich das jetzt mit der Statue nochmal machen? Oh, wieso machen die das aber auch so? Dass man das immer nochmal machen muss. Ist doch voll blödi. Ich hab wie gesagt gedacht, man muss hier mit den Leichen irgendwie arbeiten, weil die hier so rumschwimmen. Aber gut, so geht's auch. Es nervt ein bisschen mit diesem... Ja, du sollst da nicht rauf, sondern die Statue soll da erstmal rauf. Geh doch mal da rauf. Es ist so blöd. Es ist so doof. Es funktioniert ja so gut. So, den Schlüssel haben wir. Schnell zurück. Ja, ich frage mich, wie oft ich das jetzt noch machen muss mit dieser Statue und so. Es ist auf jeden Fall ein guter Start. Wir haben halt einmal die Leiche und einmal die. Ne? Ich schmeiß einfach beide runter. Ups, hallo. Und schnell weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Puh, geschafft. Richtig gut. Und jetzt kommt das Vieh hierher. Das reagiert, glaube ich, so auf Bewegungen und so. Scheiße. Dafür auch die Flaschen hier. Warte mal. Die kannst du nämlich jetzt wahrscheinlich überall hinpeilen, wo ich noch gar keinen Plan habe, wie wir es am besten machen. Wo locken wir das Vieh denn am besten hin? Oder so. Am besten ja nicht dahin, wo wir hin wollen, sondern ganz woanders hin. Also erstmal... Ich mach's mal... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich mach's mal hier hin. Damit es überhaupt da erstmal hinkommt. So, und jetzt Hoppi Galoppi. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße. In den Bus rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schwimm! Schwimm! Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, warum war das Vieh jetzt nicht da? Wollte es nicht? Da hinten ist es. Okay, jetzt kommt es hinterher. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, ne? Kommt hinterher. Wo ist er? Oh Gott. Der hier hoch? Ne, der hat sich jetzt die Leichen geschnappt. Nom 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 hat es sich die schmecken lassen. Okay. Ja gut. Dann hat das ja geklappt. Ich will auch nicht so nah an das Vieh ran. Ich wollte gar nicht. Ich dachte, man muss vielleicht durch den Bus. Und dann hängst du da in der Ecke. Aber es war genau andersrum. Nicht zum Bus. Wenn man weiß, wie, ich hab's ja gesagt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, aber so... So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ja, das kann ich verstehen, du. Das kann ich verstehen. Was da hinten so los, weiß ich noch nicht. Ich hab ja immer so... man weiß ja immer nicht, ob man hier doch irgendwas verpasst. Gut, dann geht's jetzt hier abwärts, oder? Ja, komm. Kontrollpunkt. Was geschafft ist, ist geschafft.
erstmal sich die Kisten schnappen. Muni. Die haben wir jetzt auch verbrezelt. Da kriegen wir natürlich auch neue. Ein Paket. Ein Paket irgendwas. Normale Pistolen. Muni war das. Oh Mann, das war jetzt auch schon wieder voll der Stress hier. Kann man da übers Auto? Nö. Er kann ja auch immer so nicht hopsen, ne? Ich denke immer, er kann so wie in anderen Spielen einfach mal springen. Kann er aber gar nicht. Voll dumm. The final white shirt von Tango Denim. Wo geht's runter? Einfach hier so auf das rote Dach? Juhu. Einfach auf das rote Dach. Okay. Was erwartet uns jetzt hier wieder? Das sieht schon wieder so nach Scheiße aus. Ich gehe mal zu den Kisten schnell. Ich schleich mal lieber, weil ich nicht weiß. Man weiß ja nie. Okay. Oh oh. Wow, okay. Nein! Wenn das kommt, dann... Wo ist er? Wenn das kommt, ist Ruven doch immer in der Nähe. Oh Gott. Steht er auf? Der wäre aufgestanden. Gut zu wissen. Also solange hier keine Gefahr ist... Aber da ist eine Gefahr. Wo ist er denn? Da ist er. Hä? Hä? Oh Gott. Was passiert hier? Weg da. Ich weiß zwar nicht, was hier abgeht gerade, aber... Shit. Munition alle? Ja, Munition alle. So sieht's aus, Sebastian. Das kann mal vorkommen. Aber hier liegt ja überall immer noch welche rum. Vielleicht hast du Bock. Na toll. Nein! Was auch immer da passiert gerade. Lauf weg und such Muni. Ich gebe mir Mühe. Was ist das? Mach es schnell. Okay, gut, geh hin. Das war zwar jetzt mit Scharfschützenkram, aber... Eine billige Kopie? Eine billige Kopie, die trotzdem verbrannt wird, bitte. Ich laufe jetzt trotzdem mal hier rum, weil hier liegt ja noch einiges und wir haben ja gar nichts irgendwie im Petto gerade. Gott sei Dank haben die hier ein bisschen was rumliegen noch. Ich habe es nur in der Hektik jetzt mich nicht getraut, zu lange stehen zu bleiben und alles abzugucken. Die könnte noch aufstehen. Und was vielleicht an Glipper oder sonst wie oder so uns geben, tut sie aber nicht. Okay. Huh, das war jetzt wieder hektisch. Hat aber irgendwie auch Spaß gemacht. Dann können wir jetzt in Ruhe nochmal hier gucken. Vor allem hier... Ah, hier ist noch was. Sehr schön. Das Zeug brauchen wir ja schließlich auch.
Aber die werden ja jetzt gerade eben wohl auch aufgestanden. Wenn sie jetzt nicht aufstehen, dann... Ach, der hat ja auch gar keinen Kopf mehr. Okay. Sehe ich jetzt erst. Ja, wenn noch was da ist, dann holen wir es uns jetzt. Von da bin ich davon da vorne nicht gekommen sogar. Bin mir da nicht sicher. Da ist das Fahrrad. Ja, warum ruckelt das jetzt so? Ich weiß es nicht. Soll es nicht. Hör auf zu ruckeln. Ja, das war jetzt auf jeden Fall spannend, Leute. Eine billige Kopie von Rufen, der aber ja trotzdem erschossen werden musste. Also, der war jetzt nicht, wie so der normale Rubik, vor dem man immer wegläuft. Hätte man da runterklettern können? Nein. Voll witzig, wenn man das hätte können. Ist da noch was im Polizeiauto? Was sagt der Funk? Weiß man nicht. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ich lade aber trotzdem nochmal neu, wenn ich kann. Ah ja, gerade mal 2 Schuss. Das ist aufgeladen. Das kannst du auch aufladen. Okay. Ja, so ein paar normale Pistolenschüsse wären halt auch cool. Und dann hatten wir doch hier den neuen Revolver, ne? Ja, genau. Bei manchen habe ich halt voll daneben geschossen, aber ist so. Ach, das hier ist unsere... Wieso habe ich die denn da drinne? Ich wollte eigentlich mit der normalen Pistole immer schießen. Das ist unsere normale. Nö, ich hatte die ganze Zeit den Revolver. Ist ja auch schlau, ey. Naja. So, wieder Zeug. Ich könnte auch eine Spritze nehmen. Okay. Der Boden stürzt mal wieder fast ein. Ist in Ordnung. Wow. Das kann doch nicht wahr sein. Was geht ab? Ist das dreckig hier? Oh, stürzt jetzt hier auch so langsam in dieser Nervenheil-Dingsanstalt auch langsam alles zusammen? Dass hier alles zusammenbricht, wenn... Ist das sein Werk? Genau, wenn die Außenwelt oder seine Welt... Ein Sturz, habe ich ja im letzten Part schon versucht zu erklären. Passiert das dann hier auch? Ich weiß es nicht. Mach mal die Tür auf. Wie? Detective? Oh. Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ja, nein, ja, vielleicht. Auf jeden Fall werde ich gleich speichern. Was haben wir hier? Inspektor Brown, vermisst. Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete vor seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Na denn? Was denn Wichtiges so? Und gibt's hier noch was? Ja. Leiche in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Na, ob das hier Ruvik oder Ruven war oder dann doch der Arzt, man weiß es nicht. Gehen wir doch mal einmal kurz nach hinten. Und schauen mal, ja, hier brauchst du nicht so vorsichtig die Türen aufmachen. Hier wird schon nichts lauern. Das kennen wir ja noch von damals. Obwohl ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss. Wir haben 2 ganze tolle Schlüssel. Und ich weiß gar nicht, wo ich am besten mal was aufmache. Wo gehen wir denn mal ran? An welche? Ach, ich nehme mal die direkt hier in der Mitte. Die ist schön. Nicht ganz in der Mitte, aber Money. Ganz viel Money. Noch mehr Money. Okay, das ist voll. Was war das jetzt für eine Money? Die war es nicht. War es Schrotflinte? Jawohl, das finde ich super. Schrotflinte ist immer gut. Gute Schrotflinten-Muni. Brav. Schön. Dann möchte ich diese Tür noch haben. Ich mache immer so lieber irgendwie was. Ich will noch mehr Munition. Ah, ich glaube, das ist sogar, wenn ich mich nicht täusche, Scharfschützengewehr. Ist es Scharfschützengewehr? Ich weiß es nicht. Oder der Revolver. Beides wäre cool. Lass mich mal nachschauen, wenn wir den Revolver jetzt einsetzen, ob er dann nachlädt.
Lädst du nach? Lädst du nach? Nein, es war nicht der Revolver. Dann war es die Scharfschützenmuni, was aber auch ziemlich cool ist eigentlich. Nehmen wir mal wieder die normale Magnum, damit wir überhaupt was zur Hand haben. Und die hast du ja drinnen, ne? Genau. Okay. Das haben wir alles aufgefüllt. Das ist prima, Leute. Weil ich spiele halt mit dem Stand, den ich zuletzt hatte. Hatte ich nicht sogar noch ein Kartenfragment hier reingedingst? Kann man sich das dann hier angucken? Crimson City entsteht hier langsam auf unserem Kartengemälde, was auch immer uns das bringt. Ist voll der lange Part hier, ich merke das schon. Ist mir jetzt aber wurscht. Keine Schlüssel mehr zur Verfügung, macht aber nichts. Wir gehen wieder zurück auf den Stuhl, wenn es geht. Mach sie doch nicht so langsam auf. Ich mach das doch gar nicht so langsam. Ich will auf den Stuhl und einmal gucken. Boah, 25.650. Ob wir da irgendwas Cooles machen können. Wie zum Beispiel diese Geschichte hier mit ist das bei Fitness? Lebensanzeige, Spritzen, Schadensmultiplikator ist wichtig. Genauigkeit, genau, das ist es. Das nochmal vielleicht auf Stufe 5 machen. Wir könnten aber auch kritisch machen. Oder wie gesagt, Schadensmultiplikator. Ich glaube, ich mache den mal höher, weil der ist echt schlecht. Jawohl. Und den auch gleich nochmal vielleicht. Ach, komm. Wir machen mal schön den Schadensmultiplikator. Den haben wir schön auf Stufe 4 geballert jetzt. Und die Genauigkeit dann noch. Ach, können wir auch sogar noch. Geil. Abgeschlossen, finde ich super. Dieses Attribut kann nicht weiter verbessert werden. Da ist die Genauigkeit jetzt perfekt, sozusagen. Und die Magazinkapazität können wir auch noch erhöhen, wenn wir Bock haben. Wieso ist denn das alles so schlecht? Ich dachte, ich wäre schon viel weiter hier. Streichhölzer kommen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber Magnum-Munition oder hier Kaliber 45-Munition ist ja alles noch nicht so gut. Ich mache das hier mal auf jeden Fall weiter. Jetzt haben wir nur noch 150. Damit können wir auf jeden Fall nicht mehr viel machen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ich weiß gar nichts mehr hier. Ja, wir haben einiges verbessert, aber einiges muss auf jeden Fall noch weiter aufgebessert werden hier. Ja, die. Da muss noch mehr. Dann können wir nämlich mehr Muni schleppen. Und das ist, glaube ich, bei diesen stärkeren Gegnern auch sehr, sehr wichtig. Ich werde an der Stelle jetzt speichern. Ich glaube, die Troller kann uns sowieso nicht mehr groß weiterhelfen gerade. Ich freue mich auf den nächsten Part. Das war ein bisschen länger jetzt hier mit dem komischen Wassermonster, aber gut. Ob das wohl was mit der mit den Nachrichten jetzt zu tun hat, der Zeitung, der Leiche im Wasser? Vielleicht vermischten sich da, wie gesagt, Realität und Traum ein wenig bei dem Sebastian, aber wir werden es weiter erfahren im nächsten Teil von The Evil Within.